Seid ihr herzlich willkommen. Das 3-Fragezeichen-Orakel. Was denkt er? Wie fühlt er sich? Und was wird er tun? Die erste Frage lautet: Was ist sein Gedanke? Was ist sein Plan? Schauen wir an. Diese Karte bedeutet, ja, er hat Pläne, er hat hohe Ziele und hohe Ideale und das möchte er auf jeden Fall erreichen. Und dieses Haus bedeutet die Fundament dazu, diese Basis. Er hat die Möglichkeit, etwas vergrößern, etwas verändern. Hier ist ein kleineres Haus, oben ist ein Schloss. Dieses Haus erscheint nochmal. Das kann wohnliche Veränderung sein, kann aber auch seine hohen Ziele sein, was er aufbauen möchte. Vielleicht hat sogar das eine Auswirkung auf eure Beziehung, dass mit dir zusammen möchte er etwas aufbauen. Und dieses Haus hier kann ein gemeinsames Zuhause auch sein. Wie fühlt er sich? Hier sehen wir seine Gutmütigkeit und auch viel Geld gewinnen. Also er möchte im Wohlstand leben. Wobei dieses Geld hat auch eine symbolische Bedeutung und zeigt Wertschätzung. Und dieser Herr kann seine Haltung sein, er ist gutmütig zu dir, er unterstützt dich, kommt Wertschätzung, das kann sogar finanzielle Unterstützung auch sein. Aber dieser gute Herr kann jemand anderes auch sein in seiner Umgebung und von ihm kommt ein gutes Angebot, kann auch ein geschäftlicher Kontakt sein oder beruflichen Veränderung. Und was wird er tun? Verändert sich seine Haltung oder in eurer Umgebung kommen Veränderungen? Das Geld erscheint nochmal. Also das kann jetzt gerade ein wichtiges Thema sein, Geld zu gewinnen, Geld verdienen, finanzielle Unterstützung. Aber wie immer, das hat eine symbolische Bedeutung auch. Und das heißt, kommt Wertschätzung. Und was verbindet euch? Dieser Diebstahl gefällt mir nicht. Kann sein, dass etwas zu verloren geht. Aber dieser Dieb kann manchmal etwas Gutes auch bedeuten, wenn du negativen Gedanken hast. Oh, das wird sowieso nichts. Oder negativen Gefühlen wie Angst oder Zweifel. Dann kann dieser Dieb diese negative Energie auch entfernen oder die Blockaden oder die Hindernisse, weil die anderen Karten sind eigentlich sehr schön. Er ist gutmütig, möchte was verändern, unterstützt dich, kommt Wertschätzung, er möchte etwas aufbauen, vergrößern. Und ich würde sagen, dass dieser Dieb diesmal etwas Gutes bedeutet, dass alles, was bis jetzt Hindernis da war, verändert jetzt die Lage. Wir sehen auch hier die Veränderungen. Dieser Dieb wird die Hindernisse entfernen. Und das war das 3-Fragezeichen-Orakel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera.